Wildfarm stellt man sich vor, ein großes Gelände mit Tieren, mit Natur, mit Möglichkeiten zu klettern, zu spielen, sich zu bewegen, sich zu begegnen für Kinder. Ziegen, wir haben Schafe, wir haben Enten, wir haben Hühner, wir haben Kaninchen, wir haben Meerschweinchen und wir haben Katzen. Unser pädagogischer Ansatz ist der, dass wir vor allem Kindern Freiräume und Spielräume bieten wollen, weil das immer weniger zur Verfügung steht. Die Kinder sind wahnsinnig verplant, Schule und andere Dinge. Und wir möchten den Kindern die Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich selber zu organisieren, eigene Ideen zu entwickeln, sich auch mal zu langweilen und aus sich selber rauszufinden, was ihnen Spaß macht und was sie können. Also besonders ist für mich, wenn ich mich über Kinder freuen kann, wenn Kinder Dinge tun, die ich einfach klasse finde. Und da entdecke ich jeden Tag was Neues. Viele Mitglieder haben geholfen, dieses Fest zusammenzustellen. Wir wollen damit auch unsere pädagogische Arbeit zeigen, dass die Kinder und auch die Erwachsenen lernen und wieder das Gefühl dafür bekommen, wie etwas entstehen kann. Zum Beispiel Apfelsaft, frisch gepresst. Oder unsere Apfelkuchen, alles, was man mit dem Apfel machen will. Los! Kannst fallen lassen. Voll Gas! Ja, noch was. Das ist Bio-Essen. Das Engagement ganz vieler, die im Hintergrund arbeiten und sich einbringen, würde diese Jugendfarm so nicht dastehen können. Wir haben Leute, die putzen. Das ist alles im Ehrenamt. Wir bestreiten Feste gemeinsam. Wir machen die Finanzen selber. Die ganze Buchhaltung, all das, was drumherum noch anfällt, funktioniert nur mit Ehrenamtlichen. Weil ich es wichtig finde, dass Kinder Selbstständigkeit in dieser Gesellschaft noch leben dürfen und eine Kindheit haben, in der sie frei entscheiden können über ihr Spiel, über ihre Zeit, in der sie Möglichkeiten haben, außerhalb von festgelegten Taktungen, denen sie oft unterworfen sind, einfach Kindheit erleben zu dürfen. Es gibt Kinder, für die sind die Tiere ganz besonders wichtig. Die verbringen fast ihre ganze Zeit, wenn sie auf der Farm sind, bei den Tieren. Manche mehr bei den Hasen, manche mehr bei den Schafen, helfen fleißig beim Ausmisten und beim Füttern. Es gibt aber auch Kinder, denen sind die Tiere nicht so wichtig. Die wollen lieber bauen und Feuer machen und das ist auch alles in Ordnung. Also jedes Kind darf sich hier einfach aussuchen, wo es am liebsten hin möchte. Es ist nicht nur der Kontakt zu Tieren wichtig, sondern insgesamt das Erleben der Natur. Dazu gehören nicht nur unsere Farmtiere, sondern auch alle anderen Tiere, die hier in der freien Wildbahn leben. Aber auch welche Bedürfnisse und welche Eigenschaften sie haben. Ich finde am tollsten an der Jugendfarm, wenn die Kinder am Abend schmutzig, aber wahnsinnig glücklich nach Hause kommen und sagen, war wieder ein toller Tag auf der Farm. Komm mal hier rüber. Guck mal. Mach ruhig.